Wow. es gibt Vitalkraut, das wusste ich nie. Vitalkraut ist das Einzige, was ich nie genutzt habe, glaube ich. Ich habe nie Vitalkraut gekauft. Weil ich ja immer Beleber dabei hatte. Und Top-Beleber. Naja. Oh, das muss ich mir merken. Alter, ist das krass. Bis auf Zufriedenheit. Ich mache eh nie nach Tara oder so ein Kram. Ach, ich mache eh nie nach Tara. Hä? Nach Tara und Tiana, genau wie, ich glaube, Togepi zu Togetic und einige andere, sind Pokémon, die sich entwickeln, wenn sie ein Level-Up haben, während ihre Zufriedenheit auf einem sehr hohen Level ist. Ah, okay. Ja. Sitzer? Oder Wechsel? Oder was auch immer? Mit Skorgler hast du hier, glaube ich, geringe Chancen, nur ja. Okay. Ich persönlich würde auf Ampharos gehen, wegen, ja. Da ich mir schon fast. Aber nur fast. Oder so ein Flora wäre auch gut gewesen. Wäre ich besser gewesen sogar, oder? Lief letztes Mal ziemlich gut. Ja. Lassen wir es so, es kommt, komm. Was soll's. Auf Absol, ja. Vor allem, wie viel kostet ein Top-Beleber? Den gibt's nicht zu kaufen. Ach so, okay. Das ist es ja eben. Deswegen war ich ja so erstaunt. Weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Top-Beleber findest du sonst nur. Deswegen bewahrt man sich normalerweise für die Top 4 auf oder so. Yay, aber gut, Top 4. Jetzt so ein bisschen unrelated Content, aber wo ich gerade so typisch drüber nachdenke und wir eigentlich eh gerade kein Thema haben, kann ich auch ein bisschen sinnlos labern. X und Y. So cool das auch ist teilweise und vor allem wie episch bei Nacht auch der Eingang zur Pokémon-Liga aussieht, finde ich persönlich. Mhm. Ich glaube, das ist wertlos. Natürlich war das ein Crit. Ja, war es auch. Wie gesagt, Scripted Destiny. Mhm. Aber... Ist auch Flora? Ja. Ich bin da mit meinem Team rein. Ich habe das nicht weiter trainiert. Ich gehe jetzt in die Liegestraße raus. Gehe da rein. Denke mir, okay, gut. Ich nehme jetzt mal mein ganzes aufgesammeltes Geld, um irgendwie 99 Top-Genesungs zu kaufen, weil ich immer komplett... überreagiere bei sowas und dann habe ich für ewig Top-Genesungen, das ist super. Wenn du Leben nicht mehr brauchen, so viele. Wenn man das Geld hier hat. Und bin einfach im ersten Versuch locker da durchgekommen. Das war nee. Eine verdammt langweilige und schwache Top 4. Und hier Diancy, also, oder wie auch immer man das ausspricht, hier der Champion. Baut eigentlich was? Zur Heilung? Ja. Mhm. Okay. Baut eigentlich ihr ganzes Team darauf auf, dass die einen mega Absol hat. Und das ist einfach zu schwach. Das kriegt man schnell kaputt und danach ist deren Team eigentlich so ein bisschen schwächlich. Oh je. Und das Mega Absol sieht unglaublich cool aus. Ich liebe Mega Absol vom Aussehen her, aber. Was? Es kriegt keinen Flügel. Ja, ja. Ich weiß. Ich kenne die Art so ein bisschen was. Ansonsten ist ein X und Y einfach wirklich der Detailgrad so unglaublich hoch. Gut, bisschen Erfahrungen, die ich jetzt sagen kann, als ich so das allererste Mal gespielt habe. Einfach schon. Man geht raus, läuft aus Versehen gegen den Stuhl und man setzt sich hin. Einfach schon. Wow. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach keinen Zweck erfüllen in dem Spiel. Aber die sind so episch, wenn man Pokémon seit der ersten Generation spielt. Mhm. Oder auch wenn man mit irgendwie Kindern redet oder so, die auf der Straße rumstehen. Was eh schon immer komisch ist, aber. Wollte man sich runter oder wie? Ja, wenn wirklich. Man legt die. Man kniet. Man hält sich quasi die Hände auf die Knie, um sich so ein bisschen runterzubeugen nach vorne, ja? Mhm. Also halt quasi, man beugt sich so nach vorne, stützt sich mit den Händen auf die Knien ab, so. Na
Nein. War ein bisschen blöd erklärt von mir. Oh ja, aber egal. So Kleinigkeiten. Oder dass man auch, wenn so Erwachsene so ein bisschen so ein Stück weit größer sind, nur oder so ein bisschen kleiner, je nachdem, dass man sich auch wirklich nur so ein bisschen hochguckt, ein bisschen runter. Was ich dann letztens, also wirklich erst vor einer Woche oder so, entdeckt habe, weil ich nicht so darauf geachtet habe, wenn man an einem Schild vorbeigeht oder so, ein oder zwei Blöcke entfernt. Wenn du gerade weiter in die Richtung gehst, dreht sich der Kopf des Charakters und schaut für die Zeit dieses Schild an. Aha. Einfach so Kleinigkeiten. Komplett sinnlos, aber super. Naja. Flora, Ross auf jeden Fall, Skorgler auch. Skorgler hat halt so eine Verteidigung von so einem Pappdeckel, ne? Also auch was, okay. Also was auf jeden Fall rein muss, ist Mantax und Skorgler bleibt drin, ja, weil Keifel keine Chance steht. Also bleibt Skorgler drin, okay. Habe ich gerade spontan entschieden. Ist gut, Schlitze auf Funnern? Ja. Oder Stahlflügel auf Gurtel. Nein, aus. Der Logik nach dürfte jetzt das Mantrax war zwei Feuerattacken abkriegen. Ein absolut seltsames Gesicht, was den Flora gemacht hat. Ich wollte gerade sagen, kam mir das nur so vor wegen der Übertragung oder war der Mund von so einem Flora gerade verdammt komisch? Nein, der war wirklich wow. Skorgler, episch. So, und da kommt was nicht so effektiv. Ui. Gut, klar, Feuerwasser. Hm. Aber Hundemann hat schon Power im Ballig. So, mache ich beide weg? Ich glaube, ich mache beide weg jetzt, ja. Oder soll ich... Das ist immer die Frage. Kill ich oder mache ich Mantax? Wieder hübsch und gesund. Also mit Skorgler machst du auf jeden Fall erstmal Hundemann kaputt. Klar. Und... Hundemann ist schneller als Mantax, oder? Ich glaube fast, ja. Also heilen. Damit Mantax das nicht überleben, ja. Jo. Oder ist Skorgler schneller als Hundemann? Ich Nein. weiß es nicht. Ich bezweifle es stark. Es ist schneller. Okay. Dann wäre das halt unnötig gewesen. Ja, egal. Ja, haben wir das nicht wissen. Haben wir es für die nächste Runde? Oder eben das nächste Pokémon, das jetzt kommt. Makago, ne? Ja. Jo. So glücklich aus. Komischen Dampf auslassen an der Seite, ja. Oh, Hitzewelle. Oh. Damn Damage. Damn. Ach, schön. Schlitzer Makago? Oder? Was mache ich jetzt? Wir sind jetzt beide. Ach, oh, Surfer wäre jetzt geil. Eigentlich schlitzt er jetzt bei beiden irgendwie lahm, aber. Ja, oder Stahlflügel, ne? Oder die anderen. Ich habe keine Ahnung, ob Stahlflügel mehr Schaden macht oder nicht. Mein Schlitzer ist eine Attacke, die dürfte. Ja, mein ist Gestein, ne? Stahl auf Gestein ist unglaublich effektiv oder nicht. Ich frage mich, ob Stahl auf Feuer ineffektiv ist. Das ist eher meine Frage. So. Dürfte aber eigentlich nicht. Probieren wir es aus. Eben. Gurtel hat ein höheres Level. Ist gefährlicher. Okay. So viel dazu. Oh, schneller als beide? Auch nett. Oder das Gurtel mit Steinboden. Weil dann würde das, glaube ich. Oder? Ist egal. Ist ja, mit Stahl kämpfe ich auch nie, das ist es eben. Ey, ich spiele jetzt eine Welle. Man merkt vielleicht, ich bin kein Competitive Player, ansonsten wüsste ich das.
Tja. So. Und weg. Ansonsten würde ich aber wahrscheinlich auch nicht ständig irgendwie Attacken, Dino-Status-Änderungen machen, herunter machen. Als Competitive Player kann man mit dem was nicht mehr anfangen. Naja. Naja. Dinau. Haben wir das auch geschafft. Bleibt noch der Pflanzenkerl. Das läuft ja besser als erwartet. Top Priority, Tropius. Ja. Zumal Skorkler, glaube ich, schneller war als Tropius. Also hätten wir da schon mal einen kleinen Gewinn. Ob es effektiv ist, ist jetzt die andere Frage. Schlitzer hat eben eine hohe Volltrefferquote. Mhm. Das ist es eben. Und ist an sich ein starker Attacker. Wenn wir also hoffen und beten und... Ja, aber One-Hit. Naja. Nee, aber Two-Hit vielleicht. Achso, jo. Ultimo. Ja, 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 ja. Was mein Problem ist? Ich habe beim Durchsuchen nach den Gegnern aus Versehen schon die Pokémon unserer nächsten größeren Gegner gesehen. Okay, also es geht doch noch weiter. Ja, ein Stück weit. Aber wird nicht mehr allzu viel weitergehen. Wir brauchen Feuer, nehme ich an. Wir brauchen vor allem irgendein Wunder. Okay. Wir bräuchten vor allem die legendären Pokémon, die wären praktisch. Echt? Okay, ich dachte, die wären relativ schwach. Ja, von den Attacken unpraktisch, aber ich meine, allein von der Kraft her. Nehme ich so ein Flora raus? Na, ich weiß es nicht. Von Flora wird jetzt das Team von Tropius mit Fliegen. Egal, ob du es jetzt rausnimmst oder nicht. Du kannst auch noch in der nächsten Runde rausnehmen. Ja, Solarstrahl laden. Nee. Gigasauger, boah, es ist schwierig. Pflanze gegen Pflanze. Gigasauger wird keinen Schaden machen. Naja. Aber mehr als gar nichts eigentlich. Also ja, komm. Auf nach Kurskörper, weil ja, klar. Tropius schneller sein wird. Komm schon, komm schon. Boah. Schade. Also, wirklich Tuska und Noctuska sind, glaube ich, fast die einzigen beiden Pokémon, die Nidenrank lernen können. Ja gut, das macht Sinn, ne? Aber trotzdem, ist es, es gibt selten Attacken, die so unglaublich an wenige Pokémon gebunden sind. Nebenbei... Ja, Wandler, ne? Ja. Aber wirklich nebenbei, hurra für Sonfloras unglaublich starken Spezialangriff. Das hat doch gut Schaden gemacht. Naja, gut. Hm. Jetzt müsstest du ihn aber theoretisch austauschen. Jo. Da runter. In der Theorie dürfte Kai für wenig Schaden davon fressen. In der Praxis fressen er trotzdem viel Schaden von allem, weil das ist irgendwie ein dämliches Kaifel, aber. Nee, Kaifel geht doch eigentlich. Ansonsten Eisattacken auf Pflanze, da habe ich nicht dran gedacht letzte Runde. Weil es wahrscheinlich schon tot war. Das war schon tot, ja. Jo. Jetzt nehmen wir Sicherheit. Ach, gut. Ich frage mich eher, warum wir Links nicht geheilt haben. Guck mal, der Schaden. So wenig. In der nächsten Runde kann ich ja, oder auch jetzt schon. Beleben. Nein, ich muss jetzt auswählen. Das ist das Problem. Einfach aus. Weil Pflanze, Wasserpflanze. So war das nicht wirklich gut. So ein Flora dürfte aber die eine Runde, was sicherer. Nee, beim Austauschen
Kommt drauf an, ob Cotropius jetzt Fliegen auf Keifel machen würde oder auf den Platz, wo vorher Skorgla stand. Ja. Werden wir sehen. Ganz einfach. Ich wollte gerade gesagt haben, dass es eine schlechte Idee ist, weil Tropius erst jetzt wahrscheinlich sein. Nee, Tropius hat seine Attacke schon. Na, wir werden sehen. Jo. Willst du mit Zornflora jetzt nicht vielleicht heilen? Vielleicht. Metallkraut war das genau. Die Namen sind so komisch. Das war doch ja, ja, das. Na, Skorgla, weil Ariados kein Fliegen überlebt. Gut, aber Käferpflanze war doch, glaube ich, effektiv im Endeffekt. Ach, was soll's. Hat ja eh keinen Käferattack. Ja, ja, ist gut, ich sag nichts mehr. Giftpflanze war effektiv auch, aber. Achso, ja. Aber das ist vor Tropius dran, das ist gut. Jo. Hui. Das ist viel gewesen. Ein gewisses Tropius hat eine schlechte Spezialverteidigung. Ist gut zu wissen. Tropius fliegt hoch empor. Was? Auch nicht. Zauberblatt. Au. Oh. Coolere Version von Rasierblatt. Ja, ich weiß. Trifft immer mal, das meine ich, ne? Ja, aber Rasierblatt trifft beide. Ja. Aber macht bei beiden noch halb so viel Schaden. Gut. So, sauge ich Tropius jetzt aus? Ja. Okay. Wie gesagt. Dann sauge ich es nicht aus. Das wäre jetzt eben schon gekommen. Aber na gut. Wow, Volltreffer. Jo. Du überlebst, glaube ich, trotzdem noch die Runde. Aber Gigasauge dafür sogar normalen Schaden machen. In der Theorie. Greift jetzt Egiflor an. Ah, scheiße. Ja. Das ist schlecht. Naja. Ach so. Sauge hin, sauge her. Oh, okay. Naja. Das Gorgla? Gorgla ist schon draußen. Nein, es ist nicht. Es war Flora draußen. Nee, ich bin doof. Also ja, Skorgla, okay. Ich hab echt Angst vor Video. Obwohl Giflor natürlich auch krass stark ist. Joa. Ich habe gerade kurz überlegt, wenn wir Sanflora nicht austauschen werden, wäre Verwurzeln vielleicht gar keine schlechte Idee. Wir können Sanflora austauschen, aber gut, lassen wir das. So, Skorgla brauche ich hier nur kurz zum Heilen. Danach kannst du wieder machen, was es will. Na, kämpfen Skorgla vielleicht doch lieber, oder? Doch kämpfen? Ja, gut. Aber wenn du es jetzt austauschst, dann wird Willi wieder einen weiteren Gigasauger auf das Vieh ablassen. Und sich voll heilen. Okay. Ja. Schlitze aber das, ne? Auf Giflor aber, weil Willi. Ja, nicht sehr effektiv war, glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon, das war so. Gut, ist auch nur normal. Naja. Das habe ich befürchtet. Ja. Naja. Nix, naja. Haben wir genug Vitalkraut? Aus dem Keifel.
bist du, alles gut. War was? Wieso? Gift stört jetzt nicht wirklich. So wenig Schaden, wie das macht. Ja, noch sagst du das. Ja, es ist ja Gift, es ist nicht Toxin. Ja.